einmal klingelte mein Handy. Dann dachte ich schon, okay, was ist denn da los? Sie war unter Tränen, hat angerufen und sagte, Mama ist tot, komm schnell nach Hause. Und da war für mich auch sofort klar, dass es mein Vater war. Am Anfang war es sehr schwer, einen Mann an meiner Seite zu haben, der so eine bewegende Vergangenheit hat. Was bedeutet Ihnen denn Ihr Enkel? Eigentlich alles. Denn es ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Ja. In dieser True-Doku spreche ich über den Mord an meiner Mutter. Diese Schilderungen können negative Gedanken auslösen. Hi, ich bin Chris, bin 28. Also den Moment, wo es bei mir Klick gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass bei mir irgendwas nicht richtig läuft in der Familie. Das war dann, ich glaube, da war ich 9 oder 10 Jahre alt. Zu Hause war immer Ärger, zu Hause war immer Stress, Streit, Schreiereien. Die erste feste Erinnerung ist halt auch, wie ich meinen Vater sehe, also wie er über meiner Mutter steht und ihr mit beiden Händen halt ins Gesicht schlägt. Das ist halt so die erste feste Erinnerung, die ich wirklich an zu Hause habe. Er kam mehrmals die Woche schon betrunken nach Hause. Er hat mich, wo ich dazwischen gegangen bin, wo meine Mutter halt geschlagen wurde, hat er mich mit dem Arm so weggeschmissen. Wenn die gestritten haben, habe ich mir mein Kissen über meinen Kopf gezogen und versucht, meine Ohren zuzuhalten, ne? Damit ich es halt nicht hören muss. Ich habe darüber auch nie wirklich gesprochen. Zu meiner Mutter hatte ich einen Draht, der sehr schwankend war. Manche Tage waren gut, aber manche Tage waren auch sehr schlecht. Zu meinem Vater hatte ich immer ein schlechtes Verhältnis. Also in der Zeit hat mir auf jeden Fall meine Oma viel Kraft gegeben. Also hätte ich meine Oma halt nicht gehabt, dann hätte ich halt gar nichts gehabt. Ja, wir sind hier gerade bei mir in der Heimatstadt am See. Das ist halt hier so ein bisschen so eine kleine Reise meiner Vergangenheit und da wollt ihr euch mal mitnehmen. Ja, ich bin Zoe, ich bin 21 und ich bin Chris' Freundin. Ich habe den jugendlichen Chris nicht kennengelernt. Ich bin da, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so traurig drüber. Ja, bin auch so ein bisschen gespannt, wie du meine Vergangenheit aufnimmst an den Orten, wo ich mich mal rumgetrieben habe. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich auch. Dadurch, dass ich so viel Gewalt, sage ich mal, tagtäglich erleben musste, war es halt auch so, dass ich dann auch irgendwo versucht habe, ein Ventil für mich zu finden. Habe viele Mitschüler von mir damals gemobbt. Also halt alle die volle Palette, auch von dem Aussehen, die Haare, wie auch immer. Da saß dann halt auch ein Mitschüler von uns und der hat nichts gemacht. Der saß da einfach, hat mit seinen Kumpels da gequatscht. Ich bin da einfach dran vorbeigelaufen, habe ihm so ins Gesicht geschlagen, dass er rückwärts den Zaun rübergefallen ist. Ihn halt noch beleidigt. Also wortwörtlich habe ich gesagt, hör auf zu heulen, du Opfer. Auch Alkohol war natürlich auch eine große Rolle. Ich habe mich mit meinem Kumpelzimmer getroffen, halt zum Trinken. Und auch da war halt auch Gewalt mit einer Tagesordnung. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich vom Unterricht ausgeschlossen wurde, suspendiert wurde von der Schule. Und irgendwann wollte mich auch kein Rektor mehr haben. Also es ist in der Tat auf jeden Fall so, dass hier, wo wir uns gerade befinden, auch so ein bisschen meine Jugend widerspiegelt und auch das reflektiert, was ich früher halt auch mal war, was ich heute Gott sei Dank nicht mehr bin. Und wenn hier, sage ich mal, jemand vorbeigekommen ist und der so ein bisschen, ja, ich sag mal, Stress gesucht hat, dann hat er ihn natürlich auch bekommen. Also wenn ich das so höre, was Chris hier früher für einen Mist gebaut hat, finde ich es einfach assi. Also muss ich echt sagen, ich finde es echt schrecklich. Ich denke nicht, dass ich mit dem früheren Chris zusammengekommen wäre, so wie er früher war. Also es gab auch eine Situation, wo ich den Streit wieder mitbekommen habe, wo ich dann auch dazwischen gegangen bin. Da muss ich so 15 oder 16 gewesen sein. Und da habe ich dann halt auch gesehen, wie mein Vater, also weil er gerade diese Schlagbewegung machen möchte halt, ne? Und dann bin ich halt hingegangen, habe ihn von hinten an der Schulter gepackt und habe ihn nach unten geworfen und habe gesagt, lass meine Mutter in Ruhe. Und meine Mutter sagte dann halt auch einfach nur, lass Junge, es ist alles in Ordnung. Und dann bin ich da halt auch ausgeflippt, weil ich gesagt habe, hier ist nichts in Ordnung, lass dir so eine Scheiße nicht gefallen und trenne dich einfach von dem. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt, wo die Beziehung zu meinem Vater noch schlechter geworden ist. Ich bin dann mit 18 zur Bundeswehr gegangen. Für mich war es natürlich schön, erstmal von zu Hause weg zu sein, dass ich rauskomme aus der ganzen Scheiße.
aber hatte natürlich auch so ein bisschen immer im Hinterkopf so, gut, was passiert jetzt gerade mit meiner Mutter? Und nach einer Zeit habe ich dann gemerkt, dass dieser strukturierte Tagesablauf mir echt gut tut und mich auch so ein Stück weit in die richtige Richtung drückt. Ich war halt 9 Monate lang bei der Bundeswehr zu der Zeit schon und hatte gerade ja, meinen Auftrag wahrgenommen. Dann auf einmal klingelte mein Handy, dann habe ich es aus meiner Brusttasche geholt. Dann hatte meine Schwester mich angerufen, dann dachte ich schon, okay, was ist denn da los? Sie war unter Tränen, hat angerufen und sagte, Mama ist tot, komm schnell nach Hause. Hat sich so ein bisschen für mich angefühlt, als wenn mir gerade den Boden unter den Füßen wegreißt am Telefon. Dachte, was ist denn jetzt überhaupt, warum, weshalb, ohne Autounfall oder wie auch immer. Bei der Polizei habe ich dann halt auch erfahren, dass meine Mutter ermordet wurde. Und das war für mich ja, die schlimmste Vorstellung eigentlich, die man so als Kind haben kann. Dann hat es bei mir auch eigentlich auch sofort Klick gemacht. Und da war für mich auch sofort klar, dass es mein Vater war. Also das war so ein richtiger Kick für mich selber in mein Gesicht, wo ich mir dachte, jetzt bricht meine komplette Welt zusammen. Meine Eltern hatten am Abend der Tat laut gestritten. Das hatten die Nachbarn auch so ausgesagt. Gegen 3 Uhr morgens ist mein Vater dann in mein Zimmer gegangen, wo meine Mutter auch geschlafen hat, weil sie hatte ein paar Tage vorher gesagt, dass sie sich trennt, endlich. Dann ist mein Vater halt da hingegangen in mein Zimmer, wo sie geschlafen hat und hat ihr dann hat sie dann erschlagen. Nachdem er sie erschlagen hatte, hat er meine Mutter in so ein Malervlies eingewickelt und hat sie aus meinem Zimmer über dem Flur die Treppen heruntergeschliffen und dann hinters Haus geschmissen. Ich hatte einfach unmenschlichen Hass und unmenschliche Wut in mir und ich wusste auch einfach nicht, wohin damit in dem Moment. Ich wusste nicht, wohin mit mir in diesem Moment, weil ich hatte keinen Halt mehr, weil wo sollte ich denn auch hin? Mein Zimmer zu Hause war der Tatort. Hier sind wir an dem Haus, wo ich früher gewohnt habe und auch an dem Tatort. Das letzte Mal hier gewesen bin ich 2011. Also wenn ich an dem Ort hier stehe, ich finde es traurig, was hier passiert ist. Und natürlich denkt man darüber nach. Aber selber nachempfinden, finde ich, kann man das selber nicht wirklich. Also der genaue Grund, warum ich jetzt hier auch so stehen kann und so darüber sprechen kann, ist jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlslos geworden bin über die Jahre oder über die Zeit, sondern einfach, ich habe über die Jahre damit halt einfach gelernt, umzugehen. Ja, mein Vater hat sich auch ohne Widerstand festnehmen lassen und abführen lassen. Und einen Tag später hat er dann halt auch die Tat gestanden, dass er es war. So war es für mich dann natürlich auch nochmal, ich sag mal, ein Ende der Situation habe und jetzt auch zu 100% weiß, dass es mein Vater war. Am Anfang war es sehr schwer, einen Mann an meiner Seite zu haben, der so eine bewegende Vergangenheit hat. Als er mir es dann sagte, was mit seiner Mutter geschehen ist, ja, kam ich mir tatsächlich vor wie in so einem Blockbuster irgendwie. Mir ging der Schauer durch den ganzen Körper. Ich hatte tatsächlich einfach in dem Moment nur losgeheult. Und sie hat auch sofort gefragt, ob es mir gut geht oder ob sie mir irgendwie helfen kann damit. Und ich sag, nee, also das Einzige, was ich eigentlich möchte, wie du mir helfen kannst, ist einfach, dass du mir also sehr neutral gegenüber trittst und dadurch keine Vorurteile hast. Ich habe ihn kennengelernt oder ich lerne ihn tagtäglich immer neu kennen. Und er ist ein ganz großer Gegenpol oder ein ganz großer Unterschied zu seinem Vater. Also am Tag der Beerdigung war das für mich eine schwierige Situation, weil ich habe meine Oma das allererste Mal in meinem Leben weinen sehen. Ich habe sie noch nie vorher weinen sehen. Also das war wirklich für mich einfach ein schwarzer Tag, wo ich wenig gefühlt habe und wenig auch aufgenommen habe. Ich wusste einfach, da ist ein Mensch drin in dieser Urne, die ich in der Hand habe, und das ist meine Mutter. So, und da musste ich auch für mich selber mir sagen, dass es jetzt wirklich real ist.
was für mich auch echt schlimm war, zu der Zeit war, dass ich mich nie richtig von meiner Mutter wirklich verabschieden konnte. Ein paar Wochen davor hatte sie mich angerufen gehabt, weil ich krank war. Ich hatte eine echt krasse Grippe gehabt. Und da hat sie mich angerufen gehabt und hat gesagt, ob ich nicht zu meiner Oma kommen möchte. Da habe ich gesagt, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock auf euch. Ich will einfach nur zu Hause bleiben und will euch alle gar nicht sehen. Das waren auch die letzten Worte, die ich mit meiner Mutter gesprochen habe. Ich habe meiner Mutter dann letztendlich auch zum Abschied einen Brief geschrieben, dass ich auch mich persönlich, so habe ich, also ich habe dann halt gedacht, dass ich mich persönlich von ihr mal so verabschieden kann. Mein Vater wurde dann letztendlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und zwar hat der Richter das dann dargelegt, dass es Heimtücke war, da er ja gewartet hat, bis sie schlief. Und dann in mein Zimmer gegangen ist und sie dort natürlich auch im Schlaf erschlagen hat. Aber auch während der ganzen Gerichtsverhandlung hat er mir nicht einmal in die Augen geguckt. Er hat halt nur in seine Hände unten gestarrt. Und auch wo ich das Wort an ihn gerichtet habe, was man halt für Mensch sein kann und warum man sowas macht und dass ich halt gerne eine Antwort darauf hätte, habe ich keine Antwort bekommen. Also mit Urteilsverkündung hatte ich ja dann ab diesem Tag auch beide Elternteile verloren. Hab Angst gehabt, dass ich versage, also dass ich auf ganzer Linie wirklich versage, weil mir niemand irgendwo helfen konnte. Abends war es dann für mich extrem schlimm. Also ich konnte auch wenig schlafen zu der Zeit, weil ich immer viele Gedanken in meinem Kopf hatte. Warum, weshalb, weswegen und warum war ich nicht da? Wir sind jetzt hier auf dem Friedhof bei mir im Heimatort und gehen gerade zu dem Grab von meiner Mutter, wo man halt mal kurz innehalten kann, vielleicht mal noch mal so ein bisschen über Geschehenes vielleicht auch nachdenken kann. Für mich ist es tatsächlich ein schwerer Gang, hier hinzugehen, weil ich, ziemlich emotional bin und da kommt halt tatsächlich alles einfach hoch. Für mich war es wichtig auf jeden Fall nach einer Zeit, wo ich selber erkannt habe, dass ich selber alleine mit der Situation nicht mehr klarkomme, dass ich mir jetzt vielleicht doch irgendwie Hilfe suchen sollte. Und für mich selber hat die Gesprächstherapie eigentlich so am meisten gebracht, dass ich halt mit Menschen darüber reden kann, dass ich jemanden bekommen habe, der mir einfach nur zuhört. Ich habe einfach angefangen zu reden, auch wie es damals war. Das habe ich nie getan. Ich habe immer für mich selber als Selbstschutz so eine Fassade aufrechterhalten. Muss man sich so vorstellen, als wenn man einen riesengroßen Rucksack dabei hätte. Und man lässt ihn einfach fallen und das hat mir einfach eine riesen Erleichterung gebracht. Also ich denke, wenn meine Mutter uns jetzt beide so sehen könnte... Sorry. Alles gut. Also ich denke mal, sie wäre schon auf jeden Fall echt stolz. Also ich glaube, sie wäre sehr stolz auf mich, was ich geschafft habe. Und so, wie wir beide jetzt auch vor ihr stehen würden, also fest mitten im Leben. Also das Einzige, was ich meiner Mutter eventuell noch sagen würde, wenn sie noch da wäre und wenn ich könnte, wäre eigentlich Entschuldigung für das Telefonat, was ich unmittelbar vor ihrem Tod mit ihr hatte. Das wäre eigentlich so für mich das Letzte, was ich ihr sagen würde. Also ich denke, dass Chris' Mutter ziemlich stolz auf Chris jetzt wäre, auf den heutigen Chris. Nicht auf den damaligen Chris, aber auf den heutigen Chris wäre sie ziemlich stolz, was aus dir geworden ist. Und ja. Also früher war ich ja auch ein Mensch, der seine Aggression an Menschen rausgelassen hat, die mir einfach, sage ich mal, über den Weg gelaufen sind. Das ist dann so gewesen, dass ich dann irgendwann auch natürlich viel über dieses Ich nachgedacht habe, was dann letztendlich auch aus diesen Ereignissen, Gewalt, Alkohol geworden ist. Dass ich dieses Ich auch gar nicht mehr irgendwie weiter fortführen möchte, sondern dass ich einfach jemand anderes sein möchte und jetzt auch jemand anderes sein kann. So, und dass ich mich von allen Sachen, die passiert sind, losreißen kann und mein Leben, meine Geschichte selber in die Hand nehmen kann. Mein Name ist Renate und bin die Oma von Christoph.
Was bedeutet Ihnen denn Ihr Enkel? Eigentlich alles. Denn es ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Ja. Ich würde sagen, dass wir ein sehr, sehr enges Verhältnis zueinander haben. Würde ich so beschreiben. Ne? Mhm. Ja. Also ich glaube auch, eigentlich ist es so eher mehr das mütterliche Verhältnis, sage ich mal, als das Verhältnis einer Großmutter und dem Enkel. Ja, also in gewissen Maßen ist mir schon wichtig, dass meine Oma stolz auf mich ist, weil sie weiß ja, wie ich früher war. Aggressiv war, Sachen kaputt gemacht habe, Leute gemobbt habe, meine Mitschüler gehauen habe. Du kannst auch sagen, dass du ein Mädchen in Zirkel in den Hintern gejagt hast. Ja, sowas sage ich zum Beispiel auch. Also er hat sich gewaltig verändert, ja. Darum, dass er das alles packen tut, da, was er sich vornimmt, das setzt er auch um. Ja, also da bin ich nun doch wirklich stolz drauf. Heute habe ich ja meine Berufung im Gesundheitswesen gefunden. Also im Moment bin ich halt in der Notaufnahme und verrichte dort meinen Dienst. Hauptsächlich bin ich eigentlich im OP tätig. Und ich würde schon sagen, dass es mit meiner Vergangenheit zu tun hat, dass ich heute Menschen helfen möchte. Ne? Weil ich selber habe Leid und Gewalt erleben müssen, meine ganze Kindheit durch. Und heute ist es so, dass ich solchen Menschen oder halt auch Menschen, die mit Gebrechlichkeiten kommen, dass ich denen versuche zu helfen, bestmöglich. Wenn ich jetzt auch heute drüber nachdenke und wenn man mich vor die Wahl stellen würde oder wenn man mir die Frage stellen würde, könntest du deinem Vater heute verzeihen, würde ich ganz klar sagen, nein. Weil das, was er mir angetan hat, das kann man mit nichts auf der Welt irgendwo wieder gut machen. Nichts könnte mir das Leben meiner Mutter zurückbringen oder auch die Erinnerungen in meinem Kopf wegmachen. Ich finde, man muss die Realität so annehmen, wie sie ist und so auch das Beste daraus machen, um dann letztendlich auch so damit umgehen zu können, wie ich jetzt hier auch sitze und das auch so wiedergeben kann. Weil ich sonst bestimmt quasi die Tat überein und daran geht man kaputt. Mir ist die Doku hier auf jeden Fall wichtig, um meine Geschichte auch ein Stück weit weiter rauszutragen. Egal, wie gesagt, wie scheiße es wirklich im Leben passiert ist, dass man immer, 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 immer die Möglichkeit hat, weiterzumachen. Wenn dir diese True-Doku gefallen hat, abonniere dir den Kanal und schau mal bei Leroy vorbei. Denn der hat sich mit Emilia getroffen und die haben über den Mord an ihrem Vater gesprochen.